Heute ist Sonntag, 28. Juli 2013. In der Stadt Salzburg erwarten wir heute Temperatur von bis zu 39 Grad. Darum flüchte ich in die Glasenbachland. Das ist der Ausgangspunkt da. Da sind die Parkplätze im Auto. Da geht es hinein, die Glasenbachklamm. So, ein kleiner Vorgeschmack, die Glasenbachklamm. Das ist sehr, sehr eine zerklüftige Sache. Als Kind war man da immer baden. Eine hochinteressante Angelegenheit. Wird schon sehr heiß. Wieder ein kleiner Eindruck. Das ist schön frisch jetzt. Das ist der Blick retour, hier bin ich gekommen. Ja, sowas hat natürlich einen Sinn. Nicht? Ja, da haben wir jetzt ja den hergesetzt. Typisch für die Glasenbachklamm in diese Geschichten. Gesteinsformen. Und zwar verschiedene Platten aufeinander getroffen sind und sich das Ganze dann so verschiebt. So steht es unten auf meiner Schautafel. Da ist ein schönes Stück so hereingegangen. Da sieht man jetzt die schöne Verformung des Gesteins und die Aufwerfungen, Verschiebung zwei verschiedenen Terrealplatten. Steinplatten. Sehr zerklüftet. Dann ist Kinder immer Boden gewesen da. Schöner Blick von einer kleinen Brücke aus. Das ist einer der zahlreichen Tümpel der Glasenbachklamm. So schaut das letzte Ende aus von der Glasenbachklamm. Das ist das Ende der Wanderung der Glasenbachklamm. Hier oben da in der Ramsau, das Gasthaus Ramsau, wird jetzt eingekehrt, dann geht es wieder an den Naturweg.